Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil meines kleinen Tutorials. Ich habe jetzt eben schon mal etwas ausprobiert und habe festgestellt, so wie ich mir das gedacht habe, funktioniert es definitiv nicht. Und ich bin ziemlich blöd gewesen, dass ich mit einem Würfel angefangen habe. Wir hätten besser die Ebene genommen. Deshalb müssen wir jetzt den Würfel noch kurz rauslöschen. Zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Das ist hier unten dieser kleine Pinörkel, der so raussteht. Da sagen wir jetzt einfach mal auch Unsichtbare selektieren das mal grob. Alles, was wir nicht brauchen, deselektieren wir wieder. Hier die Ecke brauchen wir noch. So, das wieder weg. Und jetzt nur die Oberfläche hier. Und einmal entfernen drücken und zack, weg ist er. So, jetzt haben wir hier oben an der Decke noch ein Problem. Und zwar, also kein Problem, eine kleine Schönheitskorrektur. Und zwar den teilen wir jetzt mal eben in der Mitte durch. Dafür drücken wir K für Messer oder Knife. Einmal durch und dann selektieren wir den und löschen den auch raus. Und jetzt haben wir hier unser kleines Szenchen in Perfektion. Also, wir wollen jetzt hier für diese ganze Szene eine Textur schreiben, die wir in Photoshop nachher bearbeiten können. Also da gehen wir jetzt hier in diesem Standard, in diesen Ansichten hier auf Bodypaint UV Edit und dann ändert sich das Ganze ein wenig. So, jetzt klicken wir auf den Würfel und dann hier auf diesen UV Tag und dann erscheint hier schon so was. Dann gehen wir hier auf Projektion und dann bietet Cinema 4D hier verschiedene Projektionsweisen an und ich habe eben schon mal geguckt, die Boxprojektion ist in diesem Fall eigentlich das Beste. Dann gehen wir auf UV entspannen. Und dann, also hier hat man verschiedene Einstellmöglichkeiten. Das muss man je nach Ding gucken. Da müsst ihr auch selber mal ein bisschen rumprobieren. Diese hier, das sind einfach zwei verschiedene Methoden, wie so ein Mesh hier zerteilt wird. Das LSCM ist ein bisschen älter, ABF ist ein bisschen neuer. Kann man machen, wie man will. Da kann man zum Beispiel auf Auto anordnen, klicken und einmal anwenden sagen. Jetzt meckert der hier rum, das hat er eben auch schon gemacht. Der hat hier irgendein Polygon, was er nicht mag. Das kann ich jetzt einfach mit Entfernen rauslöschen. Und sagt dann nochmal anwenden. Und dann teilt er mir das hier alles so schön auf in einzelne Sachen. Das Problem daran ist jetzt, wenn man jetzt mal hier auf den klickt, dann kann man auswählen Sachen. Und wenn ich jetzt mal die komplette Decke auswähle, dann seht ihr schon, das ist alles nicht zusammenhängend. Und das ist, will man ja eigentlich schon, wenn man jetzt in Photoshop dann anfängt zu malen, dann sollte das zusammenhängen, damit man auch Übergänge an den Kanten gut malen kann und so. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal auf den, alles abwählen, Projektion, dann sagen wir nochmal Box, wie wir entspannen und machen das Auto anordnen weg und sagen mal anwenden. Tja, ich hoffe, der hat das jetzt gemacht, da hatte ich eben schon einige Probleme mit. So, jetzt haben wir hier oben eine neue Textur. Das habe ich also schon eingestellt, das ist hier 2K-Wert, also 2048. Ja, 72 dpi sollte reichen, wir drucken ja nicht. Und sagen wir okay, dann haben wir hier in den Ebenen dann diesen Photoshop-Look quasi. Wir können das auch genauso handhaben wie Photoshop. Hier kann man eine neue Ebene erstellen, zum Beispiel, die nenne ich jetzt einfach mal Decke oder so ähnlich. Und jetzt kann ich mir hier unter Farbe eine schöne Farbe auswählen, ich nehme mal ein Gelb und kann dann hier unter ich bin ein totaler Idiot, auf dieses Zeichen klicken und jetzt kann ich hier nämlich, da habe ich gesagt, Decke, markiere ich mir mal alle Teile, die zur Decke gehören. Und jetzt kann ich mit dieser gewählten Farbe hier sagen, Ebene, Polygone füllen. So, und jetzt füllt er mir das. Und diese Ebene wird dann natürlich hinterher auch in Photoshop genauso auftauchen. Wir wissen, das Gelbe ist also die Decke. Das kann man jetzt mit dem Boden machen, mit den Wänden machen, mit allem machen, was man will. Aber das Wichtigste ist eigentlich noch, dass man sich jetzt mal irgendwie eine schöne knallige Farbe aussucht. Hier abwählen, den Pinsel
Und dann sucht man sich hier in der Größe eine schöne Größe aus, also sehr klein. So, wir wollen jetzt nur dieses Mesh, diese Umrandung auch noch in den Ebenen haben. So, und das heißt, wir haben den Pinsel ausgewählt, wenige Punktzahl und sagen jetzt mal Ebene UV-Mesh erstellen. So, und jetzt, wenn wir nah rangehen, sehen wir, hat er gemacht. So, und dieses Ding, wir können jetzt natürlich, wie gesagt, jedes einzelne andere Polygon noch zuweisen und benennen, Decke, Boden, Wand und so weiter. Sagen wir jetzt Datei, Textur speichern als TIFF mit PSD-Ebenen. So, dann gehen wir da rein und sagen einfach mal Tutorial. Ich kann heute nicht schreiben. So, hat er jetzt gemacht. Dann können wir wieder zurück in die Standardansicht gehen. So, und dann gehen wir einfach mal zu Photoshop und öffnen uns dieses Teil. So, und jetzt sehen wir, wir haben die komplette Ebene hier, alles und wissen ganz genau, wo wir was hinmalen können. So, und dann weiß ich jetzt, hier ist meine Decke und dann kann ich prinzipiell jetzt auf einer neuen Ebene dann einfach mal irgendwas hier draufmalen. Keine Ahnung, und ein schönes Punktemuster mit Gelb im Hintergrund. Ist auch mal gut, über den Rand drüber zu malen, falls man das Ganze nochmal skaliert oder ein bisschen verzerrt oder so, dann wird das alles noch mitgenommen. Da jetzt muss man natürlich hier aufpassen, das sind so Dinger, die muss man dann vorher rauskriegen, was das jetzt genau ist, diese kleine Ecke hier. Ja gut, auf jeden Fall, beim Speichern sollte man dann darauf achten, dass man das UV-Mesh ausmacht, weil das ansonsten mit angezeigt wird. So, und jetzt sagen wir einfach mal, speichern unter, Tutorial 1. Okay. Gehen wir zu Cinema. Und laden uns mal ein neues Material. Und sagen hier Tutorial 1. Nein. Und ziehen uns das auf den Würfel drauf. Und hier sehen wir schon, zack, hat er das, was ich gemalt habe, wunderschön auf die Decke drauf gemacht. So, Telefon. Das ist jetzt, so kann man natürlich eine einzige Textur haben und dann mehrere Parts von diesem Raum dann damit bemalen. Man hat aber natürlich das Problem, dass dann zum Beispiel, wenn hier unten Teppichboden liegen würde, dass das dann keinen Glanz hätte und zum Beispiel hinter den Stufen würde dann Parkett liegen. Da müsste man da irgendwie natürlich noch ein bisschen Spiegelung drauf machen. Und das ist dann ein Ding, da müsste man dann einfach nochmal mit dem Alpha-Kanal arbeiten. Das kann man dann so machen. Gehen wir einfach nochmal zu Photoshop, machen uns das UV-Mesh an. So, jetzt weiß ich noch aus dem Kopf, dass hier oben die Bodenfläche ist. Und dann mache ich mir nochmal eine neue Ebene, die blende ich mal aus. Und jetzt male ich hier einfach nochmal auf den Boden, wild drauf los, irgendwas, keine Ahnung, ein bisschen rot. So, das ist mein Boden. Und der soll glänzen. Dann mache ich nämlich Folgendes. Es wäre jetzt praktisch gewesen, ich hätte mir vorher schon die Sache farbig markiert, dann hätte ich das jetzt auswählen können, dann mache ich das jetzt grob hier. Ich markiere mir das, wo mein Boden sitzt. Grob. Und mache noch eine neue Ebene. Und fülle jetzt mit Weiß. Drehe die Auswahl um. Und fülle das dann mit Schwarz. So, und jetzt habe ich hier quasi eine super Textur für den Alpha-Kanal gemacht. Das speichere ich jetzt auch mal eben. Machen wir mal als JPEG. So, Textur 1 Alpha. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Bodentextur auch speichern. Dann sagen wir so. Einmal Tutorial 1 Boden. Okay. So, und jetzt können wir uns noch ein
Material erstellen. Dann hier nehmen wir mal den Boden, gehen in den Alpha-Kanal und wählen dann hier unser Alpha aus. So, und jetzt hat er wirklich nur den Boden ausgewählt. Und das heißt, den kann ich jetzt über den die Textur mit der Decke legen und durch den Alpha-Kanal bleibt die sichtbar. Wenn ich jetzt den Alpha-Kanal ausschalten würde, dann würde, weil der Bodentag rechts neben dem Deckentag liegt, die Decke mit wegblenden, sag ich mal. So, und jetzt kann man sich hier natürlich dann, wenn man will, eine Spiegelung drauflegen, was auch immer, und die Decke lässt man dann schön rau, macht da Neues drauf, was auch immer, keine Ahnung. So, das reicht jetzt auch wieder, ich glaube, ich bin schon über der Zeit. Ah, 11 Minuten, alles klar. Gut, so, das nächste Mal gucken wir uns dann mal an, wie man das mit dem Lichtsetting von mit der Global Illumination macht. Ist nicht viel, aber wollte ich noch machen.